Okay. Also muss ich jetzt irgendwie da hoch, oder was? Okay. Suchen wir uns mal einen Weg. Ah, ich sehe die Fußstapfen. Ich schaue mich einfach mal um in Ruhe. Ah, anzünden. Zünden wir das Ding nochmal an. Ja, ihr könnt mir gerne sagen, ob es irgendwie, wie ist es mit der Helligkeit, ob ich noch ein bisschen dunkler machen soll. Oder ob es so passt. Wieder eine Herausforderung, okay. Also es gibt einige Objekte, Sammelobjekte sozusagen. Achso, Pfeile sind voll. Also ich gucke mich erstmal hier unten um, bevor ich irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll, dass die ganze Bude hier abfackelt. Ah, da ist einfach was rausgefallen, okay. Das hätte man ja auch einfach aufschneiden können. Das kann ich nicht aufbrennen. Okay, schade. Pfeile habe ich genug. Okay, das war's wohl schon hier unten. Ich denke, mehr ist hier nicht zu holen. Darüber gucken wir nochmal. Ich glaube, da kann ich auch was anzünden. Was war das denn? Komme ich da dran? Was poltert denn da so? Ach so, wenn ich den Pfeil ausrüste. Okay, das bringt nichts. Ah ja, Fackel nehme ich nochmal mit. Da hinten leuchtet irgendwas. Oh Gott. Komme ich da rüber? Wir probieren es einfach. Scheiß drauf! Das war nix. Epic Fail. Oh ne, ich muss jetzt wieder die ganzen Sachen wieder einsammeln. Wahrscheinlich. Kann ich mich da nicht durchrammen? Nö. Obwohl, das ist angezündet. Okay, dann habe ich die Sachen wahrscheinlich doch schon. Ja, sieht so aus. Okay. Dann... Da ist irgendwas. So eine Riesenkiste. Ich gucke jetzt nochmal kurz dahinter. Aber das ist nicht entzündet. Ich verstehe auch nicht so ganz, wofür das... Was genau das bewirkt. Na toll, ich habe kein Feuer, ich trottel. Bin auch mega schlau. Da. So. Das macht immer so komische Geräusche, warum auch immer. Also ich habe keine Ahnung, was genau das bringt. Ah, schau mal an. Da drüben komme ich also darüber, wie man sieht. Ich kann von da oben darüber springen. Obwohl das echt nach einem heftigen Sprung aussieht. Aber egal. Also auch das Level-Design ist irgendwie interessant, weil irgendwie ist es nicht so richtig Open World. Das ist aber auch nicht so linear. Also die Level sind schon sehr linear aufgebaut. Aber im Grunde ist es ein großes Level, das sich so über die Insel zieht. Ich weiß nicht, ob man dann zum Schluss die ganze Insel betreten kann. Ich schätze, ich muss das dann von da oben machen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ist auch ein Haufen Zeug, also ja, okay. Wir probieren. Ah, ich glaube, ich habe was gesehen. Ich nehme die Fackel nochmal mit. Na halt, mach's halt richtig an. Danke.
Und los geht's. Sehr schön. Ich frage mich, was dieses Seil soll. Wieder ein Sammelobjekt. Da komme ich her, dann gehe ich wohl mal darüber. Oh. Da lang vielleicht. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Okay, da konnte ich jetzt wieder Informationen sammeln. Beziehungsweise versteckte Informationen finden. Probier's mal da. Also es erinnert schon so ein bisschen an die alten Tomb Raider. Also gerade dieser Part erinnert mich total an alte Tomb Raider. Also sie haben das Ganze, sie haben das Konzept nicht komplett über Bord geworfen. Stacheldraht. Was? Anmachen? Was? Ach, um aufzunehmen. Ich habe anmachen gelesen. Ah, wir sind schon oben. Okay, ich gucke mich hier aber nochmal um. Jetzt hören wir schon einen Wolf heulen. Guck mal, die Klappe, du Scheißvieh. Ja, lauter Pfeile, die ich nicht gebrauchen kann im Moment. Also es macht schon Bock, hier so rumzuklettern und Sachen zu entdecken. Viele meinen ja auch, dass es sehr an Uncharted erinnert. Kann ich zustimmen? Oh fuck. Okay, auf dem Dach geht nicht. Scheiße, ich kann auch nicht wieder rüber hüpfen. Hoch geht auch nicht. Dann muss ich mich wohl fallen lassen. Obwohl es natürlich von der Stimmung her ganz anders ist als Uncharted. Also es ist viel dunkler, viel ernster. Soll ich es nochmal probieren? Also auf das Dach komme ich ja anscheinend. Ah, hüpfen wir doch mal darüber. Na, wieder irgendwas gefunden. Führt mich das irgendwo hin? Na, gehen wir mal darüber. Ah, da sind Eier oder was? Eierwilderin. Was man hier alles für Zeug findet, das ist echt nicht mehr feierlich. Okay, gucken wir halt nochmal hier oben lang. Kann ich das Ding nicht anzünden? Ja, ich wollte gerade sagen. So. Okay, jetzt schwingen wir uns doch mal darüber. Genug umgeguckt. Ich nehme lieber ein bisschen Anlauf, bevor ich faile. Und los geht's. Habe ich natürlich meine Fackel nicht mehr. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Aber ich glaube, das ist alles nur Schrott hier. Ja. Schwer da nach Haus. Okay, gehen wir mal weiter. Was auch geil wäre. Oh fuck. Okay, das war's mit Fackeln. Alter, was war das denn?
Okay, ich scheiße jetzt mal kurz auf die Fackel. Das kann man eh alle 5 Meter anzünden. Oh Gott! Oh Gott, ich habe Angst, ehrlich gesagt. Das Rudel ist da drin. Ja, man hört sogar irgendwas piepen da drin. Ich gehe jetzt erstmal hier rüber schauen. Irgendwelche Zeichen da unten ist. Das ist wieder eine versteckte Höhle. Also es, hier kann man Zeug entdecken, das ist echt nicht mehr feierlich. Wahrscheinlich bräuchte ich dann wieder. Ah, da ist ja was. Ist wahrscheinlich einfach nur ein anderer Zugang. Ah, cool. Steckt der Fall da drin. Ist wahrscheinlich nur ein anderer Zugang zur Höhle. Ach, ich brauche Kletterausrüstung. Oh Mann. Also ich habe echt das Gefühl, dass man viele Sachen erst später machen kann, wenn man bessere Ausrüstung hat. So wie man gerade gesehen hat, ich bräuchte jetzt Kletterausrüstung, um da weiterzukommen. Was natürlich dazu anreizt, später, wenn man... Oh Gott. Alter, wie viele Leute haben die denn schon gefressen? Fuck you. Da lang oder da lang? Da passe ich wohl nicht rein. Oh, ihr Scheißviecher. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Alter, Hilfe. Ich hab grad richtig Schiss. Oh, fuck you. Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zu Ross damit. Haha, jetzt wird das so einfach. Ich weiß, dass ich mich gleich mega erschrecken werde. Rennen. Oh, du Scheißvieh. Alter. Wow. Alter Scheiß. Okay. Ich wurde gerade fett im Bett gefressen. War ich nicht schnell genug oder was? Anscheinend. Okay, okay, okay. Ich probiere es nochmal. Ich war anscheinend echt nicht schnell genug. Diesmal mache ich es mit zwei Händen, damit ich auch schnell genug bin. Ich drücke jetzt schon mal. Oh, fuck. Oh, das war knapp. Komm, 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 komm. Was jetzt? Was jetzt? Nein, 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 komm. Oh. Scheißvieh. Kann ich das plündern wenigstens? Sehr schön. Ach, ich habe meinen Pfeil wieder gekriegt. Das ist ja nett. Das war bestimmt nicht der letzte, oder? Heilige Scheiße. Ach, das war wirklich nur einer. Gott sei Dank. Okay, jetzt wieder zurück. War doch vorhin ein Seil da drin, oder? Wonderful. War hier nicht nochmal ein Seil? Ah, das ist eine Kiste. Holen wir uns doch noch die Kiste. Frage, wie komme ich da hin zur Kiste? Irgendwie da lang. Okay. Soweit so gut.
da runter.